Hi, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir haben heute Liebesbotschaft. Jetzt schlag mich bitte gleich nicht tot, okay? Einmal ist die Karte, hab Geduld, ja. Also Liebe ist geduldig und freundlich immer. Ich weiß, dass das manchmal sehr schwierig ist, ja, weil wir so gerne Liebe in unserem Leben haben möchten und wir manchmal einfach geduldig sein müssen, ja, bis die Dinge so weit sind. Deswegen ist es ja hier nochmal irgendwie so den Fokus drauf gerichtet, Zahl 17, ja, geduldig zu sein und freundlich zu sein. Ja, und nicht sauer zu werden irgendwie zwischendurch. Ich meine, wir dürfen das, wir dürfen auch mal mit dem Universum schimpfen und fragen, was das jetzt irgendwie alles für eine Bedeutung hat. Aber letzten Endes sollen wir, wie gesagt, uns in Geduld üben, was einige Dinge angeht. Und wir haben die Karte 41, also die Zahl 41. Mit der Aussage, tue etwas für jemand anderem. Ja, schenke jemandem deine Aufmerksamkeit. Vielleicht haben die einen oder anderen sich entzogen. Ja, haben so einen Schritt zurückgemacht und ne, waren jetzt eine Zeit lang mit sich alleine unterwegs. Aber es ist eben auch gut, zumindest energetisch, sich auf jemanden zuzubewegen oder einfach jemandem etwas Gutes tun. Also wir haben hier die kleine Fee, die hier so ein Häschen hat und ein Rehchen hat und im Wald unterwegs ist, hier ist auch noch so ein Eichhörnchen und höchstwahrscheinlich ist auch irgendwo noch ein Schmetterling unterwegs. Also man muss jetzt nicht immer unbedingt irgendwie der Person, die man liebt, was Gutes tun, also so auf Zwang, ja. Wir können auch anderen Menschen was Gutes tun oder nur Tieren helfen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, irgendwie in so eine Energie reinzukommen. Ja, jemandem oder ne, in einem Wesen etwas Gutes zu tun. Wir können natürlich auch unserer Mutter Erde etwas Gutes tun und dadurch in so eine Energie reinkommen, während wir eher geduldig sind in diesem Prozess. Also wir sollen nicht sitzen und warten und ne, nur sitzen und warten, sondern eben auch die Zwischenzeit nutzen für tolle Dinge und jemandem etwas Gutes zu tun. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Beschäftigung währenddessen. Und tut euch auch was Gutes, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, und wie gesagt, also ich habe hier so im Hintergrund irgendwie so diese Energie lauern, dass die Person, um die es hier geht, was die Liebe angeht, vielleicht auch auf etwas wartet, ja, und vielleicht auch geduldig ist und mal so ein Zeichen von euch kommen sollte, ja, wenn es nur über die energetische Ebene ist erstmal. Alles Liebe und Gute und bis ganz bald, bye bye.